meine liebe Leseratten da draußen, ja, heute möchte ich euch ganz gerne Trudi Canovas, die Gilde der schwarzen Magier, die Meisterin von vorstellen, das ist im Blanc Valais Verlag erschienen, hat knapp 700 Seiten und hat von mir 3,5 Sterne bekommen. Ja, ich habe da leider irgendwie komisch, schrittweise irgendwas. Also, in Die Meisterin geht es halt darum, dass Sonja ihre Kräfte vertieft als Novizin und eben, weiter lernt und hinten steht halt auch drauf, Sonja hat viel gelernt, seit sie von der Magiergilde aufgenommen worden ist. Doch einiges hätte sie lieber nie erfahren. Dinge, die sie im Gewölbe der Gildenmeisters Akarin erblickt hat. Sona fürchtet, dass seine Zuneigung nur ein böses Spiel sein könnte, mit dem ihr magische Kräfte für finstere Ziele gewinnen will. Doch sie wagt ihm nicht, ihm zu trotzen, denn sie ahnt, dass ihre Zukunft in seiner Hand liegt. Ja. Und ich muss sagen, hier sage ich auch mal so, Achtung, Spoilerwarnung. Ja, es ist halt wirklich so, dass Sonja mächtiger wird, also das wird glaube ich schon in den anderen beiden Teilen erklärt, dass sie ja sehr mächtig sein kann und ja, sie und Akarin, da passiert was mit den beiden. Wo ich dann gedacht habe, Akarin magst du eh nicht. Was da jetzt passiert, ist ein bisschen blöd. Und da dachte ich mir so, scheiße. Es hätte auch ausgereicht, wenn das 150 Seiten weniger gehabt hätte. Also dieses ganze Marschieren und diese ganzen Sachen. Einiges hätte man wirklich kürzen können, meiner Meinung nach. Deswegen hat das Buch auch nur 3,5 Sterne von mir bekommen, weil es einfach nicht mich die ganze Zeit fesseln konnte. Ich habe es im Juni beendet und im Januar dieses Jahres angefangen. Also es konnte mich einfach nicht dauernd fesseln bis zum, was weiß ich nicht, ab hier so ungefähr. War es richtig toll. Ja, die... Daniel, Roten und Nolan kommen natürlich auch ein paar Kapitel, also die kommen laufend drin vor, aber die haben dann auch ein paar Kapitel für sich. Was ich sehr schön finde, größtenteils wird ja auch Sonja sich geschrieben, was ich sehr, sehr gut finde. Aber man merkt halt auch so, okay, jetzt passiert was, was man dann eben über die andere Sicht schreiben musste. Das fand ich halt sehr schön. Dennoch, wie gesagt, zu dick. Einfach mir zu dick. Und das Ende war dann halt sehr hervorsehbar. Sonst hätte es ja diese Weiterführung gezogen ja nicht gegeben. Ja, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schon gelesen habt, wie ihr es damals fandet. Oder wie ihr es findet. Jede Meinung ist anders. Jeder hat eine andere Meinung. Und da bin ich halt gespannt drauf. Tschüssi!